Ein Aktienfonds hat dieses Jahr 70% plus gemacht. Soll ich diesen Fonds jetzt noch kaufen? Diese Frage haben wir in der Vergangenheit von mehreren Kunden erhalten, speziell zu einem US-Fonds. Ich habe dementsprechend mal verschiedene Aspekte gesammelt, die man nutzen kann, um diese Frage zu beantworten. Ich habe den Fondsnamen anonymisiert, das soll keine Werbung sein, sondern soll lediglich zeigen, mit welchen Fragestellungen und welcher Methodik man sich solchen Themen nähern kann. Zunächst die aktuelle Betrachtung auf absoluter Basis im aktuellen Kalenderjahr. Sie sehen hier die Entwicklung der Strategie, das Jahresergebnis plus 67%, also ein wirklich beeindruckendes Ergebnis, ein sogenannter US Growth Strategie, also man verfolgt hier eine Wachstumsstrategie. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, neben der absoluten Rendite, wie hat sich denn diese Strategie entwickelt im Vergleich zu anderen Strategien, die auch eine Wachstumskomponente verfolgen? Man kann die Vergleichsgruppe aktiver Fonds wählen, die gleiche Anlagezielsetzung haben, oder man kann einen passiven Index wählen. Ich habe hier zunächst einen passiven Index gewählt. Sie können das sehen, dass der S&P 500 Growth ETF, also ein Index, der über einen ETF umgesetzt wird, der die Faktorprämie Growth, also Wachstum, umsetzt. Und was Sie hier sehen, ist die langfristige Entwicklung der passiven Indexstrategie in Türkisblau, des aktiven Growth-Fonds hier in Dunkelblau. Und Sie sehen auch schon hier diese spektakuläre Wertentwicklung, die sich innerhalb weniger Wochen ergeben hat. Also diese Schere zwischen aktiv und passiv geht hier deutlich auseinander. Die Frage stellt sich nun, hätte man diesen Fonds auch schon vor dieser spektakulären Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten auf dem Schirm gehabt? Dazu habe ich Ihnen die Entwicklung dargestellt über einen langen Zeitraum, konkret 20 Jahre. Wiederum das passive Pendant und die aktive Strategie. Der Fonds besteht seit 1997 und Sie sehen hier, per Ende 2019 haben wir auf 20 Jahresbetrachtung eigentlich keine spektakuläre Entwicklung gesehen. Der Fonds hat das sehr gut gemacht, er hat einen Aufschlag von rund 178% erzielt, die passive Strategie knapp 190%. Also alles in allem kann man sagen, der Fonds hat sein Ziel hier gut erreicht. Keinen großen Mehrwert zum Index, aber auch keine große Underperformance. Aber er wäre jetzt definitiv nicht besonders aufgefallen im Vergleich zum passiven Pendant. Daher glaube ich, die Betrachtung an der Stelle wichtig, sich klar zu machen, dass diese Outperformance innerhalb weniger Wochen und Monate angefallen ist. Und das ist natürlich anders zu werten, wenn Sie eine kurzfristige Entwicklung haben, die aktiv und passiv derart auseinanderlaufen lässt, als wenn Sie eine Entwicklung haben, bei der Sie dauerhaft einen gewissen Mehrwert eben des aktiven Managements gegenüber dem passiv investierbaren Vehikel haben. Dementsprechend noch einmal eine relative Darstellung. Wir haben hier jetzt den passiven ETF als feste Benchmark definiert, hier in blau, und in grün sehen Sie die Entwicklung unserer aktiven Strategie. Und Sie sehen, in der Vergangenheit, ich habe jetzt bewusst hier auf 5 Jahre das Ganze angelegt, sehen Sie, mal ist unsere aktive Strategie ein bisschen unterhalb des passiven Indizes, mal ist die aktive Strategie etwas besser, aber sie scheint doch immer wieder nach diesen Phasen, wo sie deutlich besser läuft, also dann, wenn grün oberhalb der blauen Linie liegt, dann scheint sie doch wieder immer wieder auf das Indexniveau zurückzukommen und jetzt eben diese spektakuläre Outperformance, die wir hier gesehen haben. Und das ist natürlich ein Punkt. An dieser Stelle muss man hinterfragen, woher kommt diese Outperformance? Ist sie wiederholbar? Ist das ein kontinuierlicher Prozess oder hatte man ja jetzt einfach auch nur mal Glück? Und dementsprechend auch nochmal hier das Ganze dargestellt, nicht nur im Vergleich zu einem passiven Index, der in der gleichen Kategorie investiert, also das Thema Growth und Wachstum abbildet, sondern auch mal zum breiten Markt, eben dem US-amerikanischen Aktienmarkt, den S&P 500. Auch diesen habe ich Ihnen hier nochmal abgetragen und was Sie sehr schön sehen können, der S&P hat über diesen 20-Jahres-Zeitraum ein Plus von 235% erzielt. Achten Sie bitte auch auf die Skalierung hier, also Sie sehen schon hier unten, da waren wir doch dann 40, 50 oder vielleicht 60% im Minus nach dem Platzen der Tech-Bubble. Aber interessant glaube ich auch hier zu sehen, dass die Growth-Strategie auf passiver Ebene 236% gemacht hat. Also Sie sehen es hier, Growth und marktkapitalisierungsgewichtete Logik haben nach 20 Jahren zum gleichen Ergebnis geführt. Jüngst allerdings diese starke Outperformance von Growth versus über Value und versus über dem breiten Markt. Und wir sehen jetzt aber auch hier, diese Strategie aktiv hat jetzt hier jüngst sich deutlich abgesetzt. Und das zeigt auch meines Erachtens mal wieder, dass man sich dann sehr stark mit der Strategie beschäftigen muss. Da waren wahrscheinlich einige Lucky Shots drin, die sich jetzt in der Corona-Pandemie spektakulär entwickelt haben. Und dementsprechend der Blick in das Portfolio, die Daten von der Webseite des Anbieters, auch das wiederum anonymisiert per 30.06. Aktuell steht es gerade nicht zur Verfügung. Da sehen Sie schon hier auch,
Der Fonds hat Unternehmen drin, die sehr stark wachsen, also das Wachstum deutlich stärker als im Index. Hier wird der Russell 1000 als Growth-Faktor zugrunde gelegt, aber das nimmt sich nicht viel. Wir sehen im Endeffekt die Anzahl der Positionen. Der Fonds ist deutlich konzentrierter. Das macht auch Sinn, weil wenn ich 400 Aktien habe, brauche ich keinen aktiven Fonds. Interessant, die Kapitalrendite ist im Fonds negativ. Also doch Unternehmen, die halt doch hier sehr stark wachsen. Wir sehen massives Umsatzwachstum und wir sehen auch eher kleine Unternehmen, was die Marktkapitalisierung angeht, im Prinzip im Vergleich zum Index. Das, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und wenn man nach den Kennzahlen auf die konkreten Bestandteile des Fonds reingeht und reinzoomt, dann sieht man hier eben Shopify mit 7% gewichtet, Amazon mit 6%, Zoom, Spotify, Twio, Slack, also alles Unternehmen, die jüngst sehr stark partizipiert haben. Und man könnte nun sagen, naja, der Fonds hat eben diese Werte ein bisschen höher gewichtet als der Index, hatte die eine oder andere Wette mit drin, die ist aufgegangen. Die Frage ist immer, inwieweit ist das wiederholbar? Der Blick auf die letzten 5 und auf die letzten 20 Jahre zeigt, wenn Sie die letzten 3-4 Monate ausblenden, gab es diesen großen Mehrwert nicht, also nicht so groß, wie er jetzt erscheint. Von daher, wenn Sie auf Ratings, auf Rankings und Ähnliches achten, betrachten Sie immer verschiedene Zeiträume, betrachten Sie bewusst auch mal verschiedene Phasen, gucken Sie nicht nur auf langfristige Daten, schauen Sie auf einzelne Monate und Kalenderjahreszeiträume. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Also hier der Fonds, den Sie jetzt in den Ranglisten ganz oben finden, der hatte im Vergleich zum breiten Aktienmarkt die richtige Risikoprämie. Das war nämlich Growth. Growth ist en vogue, läuft sehr gut. Also es war die richtige Prämie. Und noch dazu, innerhalb des Growth-Ansatzes hat er jetzt eben einige Titel mit drin, die sich spektakulär entwickelt haben, weswegen die Outperformance sich zum Index eben entsprechend darstellt. Ob das wiederholbar ist, großes Fragezeichen. Ich tue mir immer schwer damit, einen Fonds zu kaufen, der jüngst eine starke Outperformance hat. Das ist meistens Performance-Chasing. Anleger laufen dieser Wertentwicklung hinterher. Ich würde diesen Fonds auf die Watchlist nehmen, würde ihn in den nächsten Monaten und Jahren beobachten. Wenn der Anlagestil weiterhin konsistent ist und der einen Mehrwert zum passiven ETF bringt, kann man über einen Erwerb nachdenken. Ich glaube, dass jetzt eher kurzfristig die Entwicklung sehr stark von einigen wenigen Titeln getrieben ist und das etwas, was für mich persönlich nicht besonders ansprechend ist. Ich möchte nicht vergangener Entwicklung hinterherlaufen. Denken Sie auch noch daran, wenn Sie Fonds erwerben, achten Sie auf die Kosten, schauen Sie darauf, was haben Sie an Ausgabegebühren, was haben Sie an laufenden Verwaltungskosten. Wenn Sie Ausgabegebühren haben, welche Dienstleistungen steht dem gegenüber? Auch wenn Sie Fonds im Internet ohne Ausgabeaufschlag kaufen, da ist in der Management-Fee eine Bestandsprovision enthalten. Welche Dienstleistung bekommen Sie eigentlich im Gegenzug für diese Bestandsprovision? Also da sind viele Themen, weil ja doch eben viele Anleger nicht die gleiche Fonds-Performance erfahren, sondern die Fonds-Performance ist abhängig vom Einstiegszeitpunkt, von den Kosten, von der Haltedauer und vielen weiteren Aspekten. Und von daher glaube ich, neben den grundsätzlichen Themen, die man sich anschauen muss, immer auch wichtig, besonders im aktuellen Zeitraum, jetzt nicht einseitig der Entwicklung hinterherzulaufen, sondern die Entwicklung zu betrachten, zu analysieren. Und ich hoffe, da konnte ich Ihnen zumindest die ersten Schritte in diesem kurzen Video vermitteln. Ihnen wünsche ich nur das Beste. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.